Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und heute sprechen wir über die Fehlgeburt bzw. wie es danach weitergeht. Auf was hast du Anspruch, solltest du Anspruch haben? Wie ist das mit der erneuten Schwangerschaft? Ab wann sollten wir und dürfen wir wieder loslegen? Was kann ich nach einer Fehlgeburt oder auch als Paar für mich machen? Und die große Frage nach dem Warum werden wir auch in dieser Folge besprechen. Also, legen wir los. Ungefähr jedes fünfte bis sechste Paar erleidet im Laufe des Lebens eine Fehlgeburt. Und in 50-60% der Fälle ist eine spontane genetische Mutation die Ursache, sprich, man nennt das auch einen schicksalhaften Verlauf. Auf kleinster Ebene funktionieren die Zahnrädchen nicht, die ineinander greifen sollen, und schon funktioniert die Schwangerschaft nicht. Und die große Frage ist ja in diesem unglaublich aus dem Leben reißenden Moment, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und man hat in Studien gesehen, dass solche einschneidenden Erlebnisse und auch Dinge, die man hört, dazu führen, dass unsere Gehirne auf Scheuklappen schalten. Das heißt, die Paare, die nach dieser Mitteilung der Gynäkologin und dem Gynäkologen vor einem sitzen, kriegen wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil dessen mit, was man so erzählt. Bevor wir in die Materie tiefer einsteigen, möchte ich euch nur noch mal vergegenwärtigen, was momentan in Deutschland in der gesundheitspolitischen Lage so ist. Paare, die ein gesundes, lebendes Kind bekommen, haben Gott sei Dank ganz viele Unterstützung. Sie kriegen Elterngeld, sie kriegen Elternzeit, sie kriegen bei einer Frühgeburt auch längere Elternzeit und sie haben andere Ansprüche, Hebammenansprüche etc. Ganz viel große Pakete, die da geschnürt werden und wurden für unsere Paare, die gerade Kinder bekommen haben. Das ist super wichtig und toll. Aber vergessen werden die Paare, die eben Fehlgeburten erlitten haben, denn für diese Menschen ist einfach nichts geregelt. Habe ich jetzt Anspruch auf eine Krankschreibung? Muss ich am nächsten Tag direkt weiterarbeiten? Kriege ich Geld? Kriege ich eine Hebamme? Wie geht es jetzt überhaupt mit uns weiter? Und um das mal so ein bisschen zusammenzufassen und einfach mal zu sagen, was ist sinnvoll und auch vielleicht für Kolleginnen und Kollegen, die das schauen, hier ein paar Punkte, die enorm wichtig sind. Die erste Frage, die sich ja meistens auftut, habe ich gerade schon beantwortet. Das Warum? Wieso gerade wir? Und ich habe es gesagt, die meisten Fälle sind schicksalhafte Verläufe, also genetische Keimbahnmutationen, die man überhaupt nicht in irgendeiner Form beeinflussen konnte oder auch kann. Bei einem ganz großen Teil wissen wir nicht, warum es zu einer Fehlgeburt kommt. Und der geringste Teil ist, dass da was dahinter steckt. Ein ganz anderer Punkt sind die habituellen Aborte, also die häufig vorkommenden Fehlgeburten. Man spricht davon mehr als 3 Fehlgeburten. Das ist nochmal ein ganz anderes, gesondertes Thema. Kann ich gerne auch mal was zu erzählen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das hören möchtet. Die größte Frage ist die zweite Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Und das ist auch Kernfrage dieses Videos. Und den wichtigsten Punkt möchte ich direkt am Anfang sagen. Wir haben Zeit, auch für Kolleginnen und Kollegen. Es ist keine Eile nötig. Oft erlebt man es, dass jetzt die Überweisung und die Einweisung in die Klinik mitgegeben wird zur Ausschabung. Das braucht es überhaupt nicht. Es gibt 3 Optionen, die das Paar jetzt hat nach so einer Fehlgeburt. Erste Option ist konservatives Vorgehen. Man wartet ab, was macht der eigene Körper? Der eigene Körper kriegt jetzt natürlich die Signale, dass die Schwangerschaft nicht mehr intakt ist und entsprechend werden jetzt Prozesse angekurbelt, dass die Schwangerschaft eben auch ausgestoßen wird. Und hier zeigen die Daten auch ganz klar, dass 60% der Frauen nach 2 Wochen spontan die Schwangerschaft abgeblutet haben. Und nach 6 Wochen sind es 75%. Zu dem Thema habe ich aber ganz viel erzählt bei dem Video Selbstbestimmte Fehlgeburt. Könnt ihr euch hier noch einmal anschauen. Da werde ich diese ganzen Sachen nochmal durchdeklinieren und sagen, wie viel Zeit man haben kann und was so Vor- und Nachteile des konservativen Vorgehens sind. Zweite Option ist die medikamentöse Induktion dieser Fehlgeburt. Also dem Körper quasi helfen, diese Fehlgeburt abzubluten. Hier gibt es verschiedene Medikamente, die zum Teil aber off-label sind, also von Paar auch noch selbst getragen werden müssen. Für beide Arten, also das konservative Vorgehen und die medikamentöse Induktion, gibt es ganz klare Daten, dass sie nicht gefährlicher sind, weil man eine Sepsis, also eine Blutvergiftung vermutet hat früher, als die operative Variante. Hier gibt es überhaupt keine Unterschiede. Und das ist eben die dritte Variante, die ja auch oft gezogen wird, ist eben die Curettage. Und das ist meistens eine Vakuum-Saug-Curettage. Also mit einem hohen Unterdruck wird dann eben die Schwangerschaft und das Gewebe entfernt.
Erster wichtiger Punkt ist also, wir haben Zeit und diese Zeit braucht das Paar eben auch, um das zu verarbeiten und um sich Gedanken zu machen, auf welche Art und Weise gehe ich jetzt mit dieser Fehlgeburt um. Und da kommt man direkt in den zweiten Punkt, ganz wichtig, die Krankschreibung. Frauen und auch Paare, die kurzfristig einen Schicksalsschlag solchen Ausmaßes erlebt haben, können am nächsten Tag nicht um 8 Uhr an der Arbeit stehen. Der Frau 4 bis sogar 6 Wochen Krankschreibung anzubieten, ist völlig legitim und mal ehrlich, einfach nur menschlich. Dritter Punkt, Hebamme. Man sollte so früh wie möglich sich um eine Hebamme bemühen, hier in Deutschland. Es ist ein Hebammenmangel und man muss nicht die 12. Woche abwarten, bis man sicher ist, dass die Schwangerschaft intakt ist, sondern man muss sofort sich um eine Hebamme bemühen. Denn genau auch für diesen Fall, dass eine schicksalhafte Fehlgeburt passiert, sind Hebammen enorm wichtige Ansprechpartnerinnen, weil sie einfach extrem professionell dich begleiten können und auch in der Trauerbegleitung unglaublich helfen können. Sie sind also erste Ansprechpartnerin. Nächster Punkt habe ich gerade schon ein bisschen erwähnt, Trauerbewältigung und den akuten Zugang zu psychologischer Unterstützung. Denn das ist einfach ein Ereignis, was extremst belastet. Und hier kann ich nicht einen Termin in 6-7 Monaten ausmachen, sondern diese Paare brauchen sofort Hilfe, wenn sie das denn möchten. Und hier gibt es einige Einrichtungen, ob es die Pro Familia ist, Caritas, Initiative Regenbogen. Es gibt so viele Initiativen, wo man sich hinwenden kann, um akuten Zugang zur Trauerbewältigung zu bekommen. Bestattungen. Ihr habt die Möglichkeit einer Sternenkinderbestattung. Das gibt es in jedem Bundesland und in jeder größeren Stadt. Gibt es organisierte Sternenkinderbestattungen? Hier müsst ihr euch auch informieren, wo, in welcher Umgebung, auf welchem Friedhof diese Sternenkinderbestattung, in welchem Ausmaß ausgeübt werden und euch dort auch aktiv anmelden. Auch hier ist es Arbeit der Kolleginnen und Kollegen und auch Hebammen, die dort betreuen, darauf hinzuweisen und da auch Kontaktdaten mitzugeben. Frühe Fehlgeburten sind ja per se nicht bestattungspflichtig, im Gegensatz zu über 500 Gramm totgeborenen Kindern. Also da besteht eine Pflicht zur Bestattung und zur Beurkundung. Nichtsdestotrotz könnt ihr diese Initiativen und diese Bestattungen wahrnehmen, wenn ihr das möchtet. Und jetzt kommen wir zur wichtigen Frage, die im Praxisalltag oft gestellt wird. Wann können wir jetzt wieder weitermachen mit unserem Kinderwunsch? Muss ich tatsächlich die 6 Monate oder über 3 Monate warten, die mir ja immer im Internet gesagt werden oder wo auch immer gesagt werden, was völliger Nonsens ist. Ganz im Gegenteil, es gibt Studien, blende ich euch gerne mal ein, die sagen, wenn man frühestmöglich wieder schwanger wird, ist das Risiko für eine erneute Fehlgeburt sogar geringer. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Wartezeit, überhaupt keine Latenz, sondern könnt natürlich im nächsten Zyklus, wenn ihr soweit seid, emotional und körperlich auch wieder eurem Kinderwunsch nachgehen. Natürlich muss man es ein bisschen davon abhängig machen, was ist jetzt in der letzten Zeit passiert. War das vielleicht dann doch eine Ausschabung und der nächste Zyklus ist eh komplett verschoben, weil die Schleimhaut erst wieder aufgebaut werden muss. Das ist natürlich sehr individuell. Aber sobald wieder ein funktionierender Zyklus mit Eisprung stattfindet, könnt ihr auch wieder schwanger werden. Wenn ihr dieses Thema wahnsinnig wichtig findet, dann sagt doch YouTube bitte mehr per Like oder per Abo, dass es im Algorithmus mehr rausgeschwemmt werden soll, damit noch mehr Leute es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Video. Wir sehen uns. Bis dann.